Krankenschwester informiert den Patienten über die Notwendigkeit der Einführung von einem peripheren Venenkatheter, der für die Zwecke einer intravenösen Applizierung von Arzneimitteln, Infusion, Blutderivaten und parenteraler Ernährung erforderlich ist. Der Patient befindet sich in einer geeigneten Position. Die Krankenschwester desinfiziert sich ihre Hände und durch Anschauen und Palpation wählt sie eine geeignete Einstichstelle. Ungefähr 5 bis 10 cm über die ausgewählte Einstichstelle legt sie ein Tourniquet an. Dann führt sie die Desinfektion dieser Stelle durch und zieht ihre Schutzhandschuhe an. Sie darf die desinfizierte Stelle nicht mehr berühren. Sie weist den Patienten auf den Zeitpunkt des Einstichs hin. Wir führen die Kanüle in einem Winkel von 25 bis 30 Grad ein. Die Krankenschwester überprüft die Kanüle. Sie kontrolliert, ob sich Blut in der Kammer befindet. Falls ja, macht sie das Tourniquet locker. Sie drückt die Vene über die Stelle, wo die Kanüle platziert ist, fest und entfernt die Einführnadel. Anschließend schließt sie den Schlauch mit dem Schlauch von der isotonischen Kochsalzlösung an. Die Krankenschwester überprüft die Korrektheit der Kanüleneinführung durch Spülung. Sie deckt die Einstichstelle steril ab. Die Krankenschwester verschließt den Verbindungsschlauch mit einem sterilen Stopfen und fixiert ihn an der Haut des Patienten. Dann schreibt sie das Datum und die Uhrzeit der Kanüleneinführung auf die sterile Abdeckung und räumt alle Hilfsmittel beiseite. Die Krankenschwester informiert den Patienten über die Notwendigkeit der Einführung von einem peripheren Venenkatheter, der für die Zwecke einer intravenösen Applizierung von Arzneimitteln, Infusion, Blutderivaten und parenteraler Ernährung erforderlich ist. Dann führt sie die Desinfektion dieser Stelle durch und zieht ihre Schutzhandschuhe an. Die Krankenschwester überprüft die Kanüle, sie kontrolliert, ob sich Blut in der Kammer befindet. Anschließend schließt sie den Schlauch mit dem Schlauch von der isotonischen Kochsalzlösung an. Die Krankenschwester überprüft die Korrektheit der Kanüleneinführung durch Spülung.